Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einer weiteren Folge von Gears 5. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Lasst eine Bewertung da und ja, wir sind hier oder wir waren in der letzten Folge bei dieser Rakete, bei der Raketenspitze, die haben wir bis hierhin verfolgt. Die ist nun dadurch und wir müssen hinterher. Aber vorher will ich nochmal kurz hier schauen, ob ich irgendwas finde. Und hier war auch der Major. Den haben wir hier im Panzer gefunden, der ist hier leider gefallen. Und ich glaube, wir können hier nichts mehr machen, oder? Ich glaube nicht, wir gehen einfach mal weiter. Und zwar hier. Ich bin gespannt, wie es denn weitergeht generell. Was wir heute so erleben werden. Jack, wir brauchen Licht. Ja, allerdings. Mach mal Licht da. Okay, hier schon mal nichts. Okay. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, könntet ein bisschen entspannen. Wenn die Folge online kommt, ist ja wieder Montag. Und ja. Es geht ja leider mal schnell rum, das Wochenende, ne? Das ist echt blöd. Aber was soll man machen? Was geht hier so ab? Sieht ganz schön gefährlich aus hier. Habe ich hier irgendwo... Was? Achso, das ist eine Komponente, okay. Doch was zum Finden. Und dann habe ich auch diese komische Schwarmwaffe hier, die Klaue. Weil wir in der letzten Folge nichts mehr hatten. In der anderen Waffe. Deswegen habe ich die mal mitgenommen. Bin mal gespannt, wie die ist. Na los, sobald wir wieder im Hangar sind, schlagen wir uns nach draußen durch. Okay. Nach draußen durchschlagen hört sich gefährlich an. Hier ist ein Sammlerstück. Was haben wir denn hier? Die Rede des Majors. Ins Tyrannische übersetzt. Hier ist Major Garen Paddock. General Igar Trescu ist gestorben. Dieser Mann hat jahrzehntelang Sieg und Ruhm für diese Republiken errungen. Man hat mir gesagt, sein letzter Wunsch kurz vor seinem Tod war, dass wir uns der Chor niemals beugen. Und hier sind wir nun. Juri Deschenko hat uns hierher geführt. Ein Feigling, ein Schwächling, ein Intellektueller. Ein einflussreicher Mann, er wollte uns glauben machen, dass unser einziger Weg nach vorne darin besteht, sich den Schakalen zu unterwerfen, die wir unser gesamtes Leben lang bekämpft haben. Er wollte uns Männern wie Major Tolly folgen lassen, dem Versager vom Ambostor. Oh. Ein Mann, der schon einmal von den Chor hereingelegt und nun wieder getäuscht wurde. Der Sieg ist näher als jemals zuvor. Doch das sollt ihr nicht erfahren. Sie sagen, die Sache sei hoffnungslos. Warum? Weil sie Angst haben. Angst vor den Chor-Schakalen, doch wichtiger noch... Sie haben Angst vor euch. Sie wissen, dass in der Brust eines jeden stolzen Kindes der Republiken ein starkes Herz und ein eiserner Wille wohnen. Nichts davon wird gebrochen werden. Nicht heute, nicht morgen. Heute, meine Freunde, werden wir unseren Willen verkünden. Ja. Okay, da ist die Tür. Da müssen wir durch. Und das machen wir auch, okay. Jo, helf mal bitte. Danke, JD. Sehr freundlich. Noch ist es ruhig, aber ich denke mal, gleich geht's wieder ab. Gleich wird uns der Schwarm wieder angreifen. Aber wir sind ja geübt mittlerweile. Wir kriegen das hin. Okay, die Satelliten sind soweit sicher. Oh, da ist er, ja. Alter, schon wieder so ein krasses... Oh mein Gott. Sieht schon echt cool aus, muss man sagen. Eine Gnasher. Soll ich die Gnasher nehmen oder die... Ich behalte lieber erstmal die Klaue. Da soll ich, glaube ich, runterrutschen. Ja, muss ich auch. Da ist nämlich das Auto. Dann ab... Ab geht's. Juhu. Ja. Oh, nee, ne? Warum denn? Ja. Ich baller dich mit deiner eigenen Waffe ab. Oh, das fetzt ganz gut hier. Komm, zeig dich. Jawohl. Tot. Okay, das wäre geschafft. In Bewegung bleiben, Delta. Okay, eine Hammerburst könnte ich mir noch nehmen von denen. Brauche ich aber nicht. Ich behalte erstmal die Klaue. Die ist okay. Eine Boltok-Muni. Cool. Die Boltok ist eine meiner Lieblingswaffen. Muss ich schon sagen. Die ist echt nicht schlecht. Die nehme ich jetzt auch einfach mal. Weil ich Lust habe. So, ich mache das jetzt einfach.
Gut, Freunde, weiter geht's. Hallo? Ups, falscher Knopf. Okay. Wir haben vorerst Ruhe. Das glaube ich weniger. Damit du es weißt. Egal, ob wir den Hammer zum Laufen bringen. Es war's wert. Ja, aber wenn wir den Hammer nicht zum Laufen kriegen, ist alles umsonst. Suchen wir einfach einen Weg zurück nach oben. Wir schaffen das schon. Was? Da drüben, Kontakt! Was war das? Oh nein! Nicht das Vieh. Aua, das ist... Dieses... Oh, so ein dicker Ollo, ne? Was zum Geier ist das? Ja. Das ist ein Träger! Und er ist nicht allein! Ich hasse das... Das ist nicht gut, Freunde. Das ist gar nicht gut. Warum so ein dickes Ding? Komm, zeig dich. Zeig dir deinen Bauch. Deine Brustmuskeln. Warte. Immer ruft. Oh, das ist so gefährlich hier. Dieser laufende Mörser hier. Komm, geh down. Über die Hälfte haben wir schon mal weg von ihm. Komm schon. Zeig deinen Bauch. Ja, so ist gut. So ist gut. Na komm. Mach nochmal auf. Nee, nicht hauen. Nein, das ist... Aua. Warte. Okay, es sieht bisher nicht schlecht aus. Ich heal mich gerade mal ein bisschen. Danke für die Unterstützung. Komm. Komm schon, der muss ja jetzt mal down gehen, dieser Hesslund. Kollege, hier bin ich. Ein fettes Saufvieh. Oh. Oh, ich höre noch Larven. Da über mir. Da war auch Zeppi-Mann gerade. Kommen die von oben runter gesprungen? Aua. Nein, jetzt habe ich das Nachladen vermasselt. Komm schon. Jawohl. Richtig weggesplattert. Da ist noch Zeppi-Mann. Eliminiert. Okay. Boah, boah. Verdammte Scheiße. Zerplatzen alle Träger so? Ja, so ziemlich. Der Ausgang ist über uns. Also hoch da. Okay, hier ist ein Mulcher. Die nehme ich jetzt einfach mal mit. Mulchen. So. Okay, da, okay. Wenn ich jetzt aber renne, dann... Nee, sie belze in der Hand, okay. Dann geht's ja. Mal gucken, ob ich mit der Mulche noch was machen kann, bevor ich die wieder ablegen muss. Oder war die jetzt nur für den Typi eben? Könnte auch sein, ne? Ich nehme das mal mit hier. Dankeschön. Ja, die ist nur jetzt eine lose Waffe, okay. Achso, da, Jack. Jack, öffne die Tür. Mach das mal. Hätte man damit auch was machen können? Ja, hätten wir. Okay. Egal. Nicht so schlimm. Wir haben es auch so hinbekommen. Und... Lift, da lang. Ein Lift. Alle mal rein. Okay, cool. Wir haben einen Lift. So. Okay, dokeli. Dann wollen wir mal den Lift benutzen, würde ich sagen. Kommt ihr rein? Seid ihr alle da? Jo. Dann auf wie. Eine Rakete zusammenzubasteln ist schwieriger als gedacht. Martin, Wissenschaftler, Raketenwissenschaftler und jeder, der je gedacht hat, so schwer kann das ja nicht sein. Dachtest du, wir drücken einfach einen Knopf, auf dem Start steht? Oh, verstehe. Ja, immer auf dem Gutaussehenden rumhacken. So, da sind wir wieder. Und ach ja, ich bin der Hübsche, okay? Nee, nicht okay. Paddock, wir sind fast draußen. Was macht die Rakete? Ja, es ist eine Drehscheibe im Osten, hinter dem dünnen Meer. Eine Eisenbahnbrücke blockiert den Weg, aber keine Sorge. Meine Leute werden sie hochziehen. Sucht die Zugspuren in der Wüste, dann wisst ihr, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Bestätigt. Alles klar, auf zum Skiff. Okay, Leute, wir können endlich hier raus. Sehr gut. Großer Gott. Allerdings. Wir haben was anderes zu tun, außer diese Frage zu beantworten, Leute. Wir müssen weiter. Vor allem, wir müssen erstmal hier raus. Wir waren lange genug im Hangar. Und ich bin froh, dass wir jetzt endlich wieder in die frische Luft kommen. Wenn die Luft denn frisch ist. Aber ich denke, wir werden nochmal kurz einen Kampf bekommen, oder? Die werden uns doch nicht einfach so hier rauslassen. Oder doch? Oder werden die uns draußen empfangen? Mal schauen. Sehen wir gleich. Hey Paddock, bist du noch da? Ich hatte da mal eine Frage. Nein, ich mache Mittagspause.
Natürlich bin ich noch da. Was hat euch davon abgehalten, den Hammer zu starten? Die üblichen Probleme von 200 überzeugten Patrioten, die 3000 Feiglinge besiegen wollen. Ihr hättet den Waffenstillstand annehmen können und damit viele Leben gerettet. Im Gurasnayanischen sagt man, besser gerechter Krieg als ungerechter Frieden. Wie viele gurasnayanische Sprichwörter rechtfertigen eigentlich Krieg? Die meisten. Das sind die Spartiaten unter den Gears-Bevölkerungsteilen oder so. Okay, ich glaube, wir sind wieder draußen. Schön. Schaffen es deine Leute nicht, sie anzuheben? Nein, sie kriegen das hin. Aber die Brücke ist alt und rostig und... Na, lasst euch da drunter einfach nicht zu viel Zeit. Bestätigt. Alles klar, ihr habt ihn gehört. Wir sollten zur Brücke. Okay, gerne. Ab zur Brücke. Dieser Paddock. Woher kennt Bert ihn eigentlich? Paddock diente wohl eine Zeit lang in der Chor. Der war bei der Chor? Wann? Weiß ich nicht. Sie wollten auch nicht wirklich drüber reden. Verständlich. Hier ist ja nur der Chor-Gegner Nummer 1 eigentlich. Und ich nehme mal gerade die Sniper hier mit. Die hat nur einen Schuss drin. Ja, wow. Egal. Ich mag diese Schwarmwaffen nicht so. Die sind nicht so mein Fall. Was haben wir hier? Eine Rauchgranate. Ich habe Splittergranaten. Die behalte ich auch erstmal. Ist okay. Mir ist auch noch eine Rauchgranate wahrscheinlich, ja. Eine Magzer. Da sind noch mehr Splittergranatos. Die nehme ich natürlich mit. Perfekt, da haben wir nämlich 4 wieder. Sehr gut. Unser Skiff ist hier vorne. Und wir machen uns auf den Weg Richtung Brücke. Wo ist denn diese gute Brücke? Die ist... keine Ahnung. Ich gucke gleich mal auf der Karte am besten. Okay, Ort abgeschlossen. Ja, Moment. Wir sind also hier. Und da ist die Brücke. Da müssen wir hin. Alles klar. Also ist gar nicht mal so weit. Müssten wir eigentlich schnell erreichen. Da ist noch ein Fragezeichen. Und hier hinten hat man begonnen. Das ist der Flughafen. Richtig. Okidoki. Dann ab zur Zugbrücke. Cool. Es geht also weiter. Und oh, nice. Ein Sprung. Yeah. Alter, wie geil. Wow. Der war krass. Und nochmal. Du als Vaskari, fühlst du sowas wie eine Verbindung zu diesem Ort? Na, ganz ehrlich, ich bin froh, dass meine Eltern auf und davon sind. Ich meine, hier in der Wüste aufwachsen, Sandwespen von den Schuhen schütteln, ich verzichte. Du weißt, dass das hier nicht immer Wüste war, oder? Früher war hier eine Küste. Lange vor meiner Geburt, Kumpel. Ja, guck mal hier. Da sind auch überall die Algen und Seesterne und Korallen. Boah, wie krass. Na bitte. Tja, sie ist noch nicht abgestürzt. Das ist gut, oder? Ich sollte mich beeilen, ne? Hat er gesagt. Ich beeile mich lieber schnell weg. Nicht runterfallen. Alter, was für fette Geschütze. Weiter zur Drehscheibe. Alter, was sind denn das für Geschütztürme hier? Meine Fresse. Guckt euch die an. Oh mein Gott. Aber okay, dann da hinten ist die Drehscheibe. Da fahren wir mal hin. Ist aber ziemlich weit, ne? Wow, nein! Was ist denn das? Alter! Du Scheiße! Aua. Wo soll ich langfahren, Alter? Da ist ein... Feuerwirbelsturm. Keine Ahnung. Das sieht voll krass aus, hier wie bei Death Stranding mit den Händen. Ist das dieser... Ist das geschmolzener Sand, der dann so... nach oben kommt? Boah! Ach, du Heilige. Wo sind wir hier reingeraten? Nein! Boah! Hilfe! Das Gift! Alter Schwede, wie soll ich das denn überleben? Das war knapp. Das war verdammt knapp. Und... einmal Kurve. Nein, ich bin down. Okay, okay.
Okay, Leute, da bin ich wieder. Ich hoffe, diesmal schaffen wir es. Das war eben echt heftig mit dem Wirbelsturm. Der hat uns komplett auseinandergenommen. Okay, der Sturm ist vorüber. Nee, ich glaube nicht. Und Kate, gut gefahren oder gut geskifft oder wie auch immer man dazu sagt. Ja, gut geskifft, ne? So richtig schön durchgeskifft durch den Sturm. Das sind Startrampen. Und seht mal, da ist die Rakete. Ist sie auf irgendeiner Zug oder so? Dann bringen wir sie damit in den Hangar zurück. Boah, Alter, wie krass ist das denn? Oh mein Gott. Coole Sache. Und da kommt die Spitze drauf. Denn da fehlt die noch. Und wir haben die ja eben zusammengebaut. Oh Mann. Echt verdammt cool, Leute. Das ist echt mega cool. Ha, unser Raketenzug zeigt in die falsche Richtung. Noch nee, ne? Warum heißt es ja Drehschein? Okay. Dann machen wir mal die Tür auf. Was für ein Monstrum. Und wir hatten das Modell ja eben im Hangar gesehen. Genau das war das. Wie drehen wir jetzt das Ding? Als erstes suchen wir den Kontrollraum. Ja. Dann wollen wir mal zu der Rakete gehen, würde ich sagen, oder? Oh. Super. Wann immer ihr wollt. Okay, Kumpel, das war's. Oder wo geht der jetzt lang? Oh, der sieht mich. Oh, warte. Dreh dir nicht als Kollege. Das ist doch nervig. Warte mal, wollte den gerne mal Dings holen. Sneaky. Sneaky, Freunde. Sneaky. Der andere wird mir jetzt sehen, aber ist egal. Hi, Kumpel. So. Ja. Hallo, Freunde. Oh nein. Ach, nicht schon wieder so einer. Sorry, Arschloch. Deckungsfeuer. Krieg ich auch hin, hier. Boom. Oh, was hat der denn da? Stand-MG? Aua, das hat wehgetan. Kurz mal healen. Und boom. Ich nehme gerade mal die Markze in die Hand. So. Der ist weg. Ey, Fass. Ja, dann lauf mir doch nicht in den Schuss. Alter, JD, jetzt bist du das. Okay, Freunde. Gut, gut. Komm schon. Sehr schön. Ja. Wunderbar. Alter Schwede. Das hat gefetzt. Oh nein. Deckungsfeuer. Warte. Ich habe hier eine Granate. Jo, der ist weg. Wo ist denn der Deckungsfeuer, Mann? Hi. Ey, versteckt er sich etwa? Bist du so eine kleine Angsthasen? Ja. Der hat ganz schön abgekriegt, würde ich sagen. Coole Sache. Oh nein, nicht schon wieder ein Aufseher. Oh nein, und Lafo, Rhinos. So, das Ding ist weg. Immer schön auf seinen Helm, genau. Kumpel, das ist nicht nett von dir. Ich habe keine Muni mehr. Ey, willst du... Oh, JD, gut ausgewichen. Aufseher? Böser Aufseher, ganz böse. Du bist ein böser Junge. Hör auf jetzt. Hör auf jetzt, Mann, JD kann nicht mehr. Hallo. Lass mal JD in Ruhe. Was macht er denn da? Na, allerdings. Okay, jetzt ist JD down. Komm zu mir. Arschloch. Du kommst mit einer Axt zu einer Schießerei. Ja, das ist ein Argument. Drehscheibe gesichert. Na los, wir müssen diesen Zug drehen. Ich habe die Beakerkeule, Freunde. Ich habe sie. Sie ist wieder mein. Ja. Okay. Echt cool. Ich mag die Kämpfe. Machen Spaß. Teilweise recht schwer, aber machen Spaß. Wo müssen wir denn lang? Ach, da durch die Tür, okay. Gut. Helf mal, bitte, danke. Durch die Tür durch. Oh, Freunde. Diesmal muss die Frau die Tür aufmachen hier. So, jetzt ist die Steuer. Okidoki. Haben wieder ein bisschen Muni bekommen. Wir haben die Beakerkeule. Und es ist dunkel. Und sandig. Und hier ist noch ein Sammlerstück.
UUR-Marke Lieutenant Malik. Ins Tyrannische übersetzt. Niemand hat damit gerechnet, dass der Major sich so zur Wehr setzen würde. Niemand hat mit irgendetwas von all dem gerechnet. Beim Himmel, wir dachten, wir melden uns, um eine Woche lang an einem Hangar herumzustehen und dann wieder heimzufahren. Jetzt sind wir übel zugerichtet, erschöpft und haben so gut wie keine Munition mehr. Doch gebrochen sind wir nicht. Frieden auf Sarah? Dafür werde ich kämpfen, bis der letzte Stern erlischt. Sorana S. Malik, Lieutenant, 934-PL-244, Tendler, Furlin. Ist der Geburtsort wahrscheinlich, oder? Oder, weiß ich nicht. Eine Komponente. Da ist was für Jackie Man. Und hier ist noch ein bisschen Muni für uns. Und Jack. Dreh den Zug in Richtung des Hangars. Ja, das wäre super nett von dir. Nochmal bitte. Es scheint zu klappen. Cool. Oh mein Gott, was für ein Ungetüm. Boah, und auch der Zug alleine schon, ne? Wunderbar. Jetzt muss sie nur noch zurück in den Hangar. Oh, der Zug ist uns wohl einen Schritt voraus. Shit. Na los, schnappen wir ihn uns mit dem Skiff. Alter, ist das krass. Okay, ab da hinterher. Wir müssen den Zug erreichen. Alle festhalten! Ab geht die Post! Yo, das machen wir. Alles immer ohne uns ab. Paddock, Bert! Die Rakete ist auf einem Zug Richtung Hangar! Moment, was? Das wird nichts! Die Brücke muss jetzt abgesenkt werden! Kann das deine Leute machen? Sie sind nicht mehr da! Warum habt ihr den Zug zurückgeschickt, ohne die Brücke abzusenken? Weil wir können nicht! Vergiss es, wir senken sie selbst ab! Ja, nur wie soll man das machen? Ich bin ja nicht schneller wie der Zug. Scheiße, Leute. Das wird eine enge Kiste. Aber wir... Oh nein, nicht schon wieder das. Nicht schon wieder das, Freunde. Ich, ja, ich nehme gerade jeden Baum mit hier. Diese Wirbelstürme sind halt die schlimmsten von allen, ne? Hilfe. Ich will das nicht. Nein. Oh. Hinten ist die Brücke. Dass der Zug überlebt? Ja, ich bin dabei. Ich gebe schon Gummi. Nein, da ist wieder. Nein. Oh, der blöde Wirbelsturm. Ich springe da immer genau rein und nach links, nach links. Oh. Alter, ist das schwer. Wow, was für ein Jump. Ja, ich bin doch schon dabei. Ich gebe doch so viel Gas, wie es geht. Aber die Wirbelstürme sind halt echt schlimm. Hilfe. Wo ist denn die Brückensteuerung? Okay, wir sind durch. Augenscheinlich. Ach, ein Glück. Dieser Sturm ist echt doof. Ich mag den überhaupt nicht. Ja. Jo. Ich bin doch gleich da, Mann. Ja, ich bin da. Wo ist hier? Kommt schon. Jo. Schnell. Rinder in die Linder. Gelangen Sie zur Brückensteuerung. Ich bin dabei, ich renne. Oh, ja moin. Warum? Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Nee, das darf nicht wahr sein. Die Uhr tickt, Leute. Die Uhr tickt. Hallo. Die Uhr wird gleich explodieren. So, die Uhr rastet jetzt aus. Komm her. Und? Nein, er probiert's ja noch. Hab ich dir das erlaubt, Kollege? Hab ich dir das erlaubt? Bumm. Lass die Brücke runter, jetzt. Los, Bewegung. Ja, ich musste doch gerade die Typen da noch platt machen. Komm schon. Mist. Nein, nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. Hier. Geh weg. So. Die Brückensteuerung ist zerstört. Oh nö. Lassen wir sie auf die altmodische Art runter. Nimm die Salve. Die Salve. Okay. Und wo? Worauf schieße ich? Große Klemme. Das holt sie runter. Wo denn? Ich sehe keine Klemme. Da. Das hier. Treffer, sie kommt runter. Ja, Mann. Heilige Scheiße. Da kommt der Zug. Das war ein bisschen knapp. Ein bisschen. Oh, allerdings. Komm schon, nichts wie zurück zum Skiff. Tschu, der Zug kommt.
Das war allerhöchste Eisenbahn, Freunde. Alter Schwede. So, hier ist noch ein bisschen Muni. Jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit, denke ich. Oder auch nicht. Nee, ne? Oh, nö. Oh, komm schon. Ein Schwarm Orinos. Die Larven. I love you. Da ist ein Springer. Wo denn? Oh, nee. Ich hasse die Springer. Die sind nervig. Du altes Rutzeschwind, du. Hör mal auf, da rum zu grunzen. Hilfe. Wollt ihr mich anfallen? Wolltest du mich anfallen? Wie? Und da sind noch ein paar mit Gewehren in der Hand. Tot. Hier, du auch. Tschüss, Kollege. Du auch. Mach dich ab. Der hat eine Lancer, wie cool. Danke. Die habe ich vermisst. Die habe ich sehr vermisst, Freunde. Die gute alte Lancer. Okay, okay. Das sieht gut aus. Wir sind wieder da. Ja, was denn? Du stehst im Weg. So. Ach, das ist ja ein Gegner. Aua. Ja, ist nicht schlimm. Die sind doch easy hier. Das sind doch Amateure, sind das. Amateure seid ihr. Die sind echt schnell down. Ja, sorry. Ich habe zu früh gedrückt beim Nachladen. Das war keine Absicht. Erwischt. Ja. So. Erwischt. Okay, da okay. Gut. Waren das alle? Nee, waren nicht alle. Wo kommen die her? Kommen die aus dem Sand? Komm schon. Jawohl. Keiner hält uns auf. Der Letzte ist tot. Das war's. Ach, ein Glück. Gute Neuigkeiten, Kinder. Ich weiß nicht wie, aber meine Sperren melden, dass euer Raketenzug sicher in den Hangar reingefahren ist. Wunderbar. Freut mich zu hören, Paddock. Das waren meine guten Neuigkeiten. Ihr habt noch einen Job. Besorgt die Zielpeilsender des Hammers. Peilsender? Für den Hammer der Morgenröte? Unser System basierte auf Zielpeilsendern. Ich wollte darüber nicht sagen, bis klar war, dass du an die Rakete kommst. Und wo sind diese Sender? Im Südwesten, eine Kosmonautentrainingsanlage. Eins ist klar, ohne diese Peilsender gibt's auch keinen Hammer der Morgenröte. Okay, sind dran. Wir sind dran, ja genau, wir müssen wohin? Schaffen Sie es zurück zum Skiff? Ja, das habe ich geschafft. Und zur Trainingsanlage, Kosmonauten-Trainingsanlage. Gut, wo ist denn diese gute alte Trainingsanlage? Hm? Wollen wir uns da mal vorbei, wollen wir da mal vorbeischauen, Freunde? Wo müssen wir denn da hin? Das sind 3400 Meter. Ja, moin. Wir sind hier, haben diese Orte abgeschlossen und hier ist der... Okay, hier ist es. Und da ist auch das Fragezeichen, wo ich mal vorbeigucken wollte. Ach, wir sind hier hinten, alter Schwede. Sehr weiter Weg. Ah ne, das war hier hinten die Drehscheibe, genau. Die haben wir ja abgeschlossen. Ne, Freunde? Das haben wir gemacht. Und haben wir da irgendwas vergessen? Ein Item? Oder was ist das für ein Symbol da auf der Karte? Ich weiß nicht genau. Sieht aus, als würden wir da irgendwas noch looten können, ne? Bin mir aber nicht sicher. Weil der Ort ist ja auch abgehakt, ne? Ja. Okay, dann machen wir uns auf zum Kosmonauten-Trainingsgelände. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. War heute wieder sehr cool, sehr spannend. Das mit dem Zug fand ich echt... Überrascht uns noch jemanden die Größe der Rakete? Sie ist riesig! Raketen sind groß. Kennst du den ballistischen Koeffizienten, um Luftwiderstand auszugleichen? Nein. Kenn ich nicht. Naja, er ist hoch. Daher die Größe. Sag mal, wie ist es eigentlich, Sachen zu wissen, die niemanden sonst interessieren? Dann schul dich in deiner Ignoranz, Mann. Nicht mein Problem. Ganz deiner Meinung. Danke. Okay, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit der Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und ciao.